Liebe Tierfreunde, das Jahr 2022 fing gut an. Am 7.1. platzierte sich ein Eichelhäher direkt vor dem Haus in einer Fichte. Diese Gelegenheit wollte ich natürlich nutzen. Da alles recht schnell gehen musste, habe ich auf ein Stativ verzichtet, sodass die Aufnahmen etwas wackeliger geworden sind als sonst. Dank des integrierten Bildstabilisators der R6 und der nachträglichen Stabilisierung von DaVinci Resolve sehen die Aufnahmen doch recht ruhig aus. Durch das Verstecken von Eicheln haben Eichelhäher erheblich zur Ausbreitung unserer Eichenwälder beigetragen. Auch wenn man es dem Eichelhäher nicht ansieht, gehört er zur Familie der Raben. Aber er ist unter ihnen mit Abstand der farbenprächtigste. Auf der Suche nach einem Waldkauz war ich sonntagmorgens am Kahnweiher in Köln. Ich hatte mir fest vorgenommen, keine Wasservögel zu filmen. Als ich allerdings das Gefieder des Kormorans in der morgendlichen Sonne schimmern sah, naja, da habe ich die Kamera eben doch ausgepackt. Als ich an einem Feld vorbeifuhr, sah ich aus den Augenwinkeln zwei Feldhasen. Da ich die Kamera dabei hatte, suchte ich schnell einen Parkplatz und pirschte mich vorsichtig an. Der Wind kam von vorne, das war schon einmal gut. Dann langsam und gebückt 10 Schritte herangegangen, dann wieder hingehockt. So werden die Hasen nicht gestresst. Wichtig ist, dass man sich Zeit für das Heranpirschen nimmt. Es war schön, den beiden Tuchteltauben bei ihrem Treiben zuzusehen. Und dann plötzlich schlafen beide vor meinen Augen ein. Unglaublich, jetzt heißt es warten. Dann kam plötzlich ein Hund mit seinem Herrchen ins offene Feld. Nun war die schöne, ruhige Situation dahin. Die Hasen nahmen Reißaus und wechselten auf das benachbarte Feld. Also alles zusammengepackt und in sicherer Entfernung hinterher. Nach einiger Zeit zog es die beiden Feldhasen wieder auf das ursprüngliche Feld zurück, wo sie besser Deckung finden konnten. Also ging ich wieder zurück. Vierzehn Tage später war ich wieder zur gleichen Zeit am Feld und siehe da, die beiden Feldhasen waren wieder da.
Als Fazit möchte ich festhalten, dass es sich auf jeden Fall lohnt, die Augen beim Autofahren offen zu halten und die umliegenden Felder ohne den Verkehr zu gefährden, aus den Augenwinkeln zu beobachten. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Vielen Dank!